Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen zusammen. Schön, dass ihr da seid, trotz des etwas widrigen Wetters. Und ihr habt ja euren Weg hier rein in die Kirche gefunden. Gerne hätten wir Christi Himmelfahrt draußen im Garten im Grünen gefeiert. Aber das gehört eben auch mit dazu. Auch der Regen gehört zu Gottes guter Schöpfungsordnung. Wir haben vor einem Jahr angefangen, dass wir das Thema Schöpfung ganz oben positioniert haben in unserem Gemeindeleben. Wir haben angefangen, draußen den phänologischen Garten anzulegen und wir haben beschlossen, dass wir den grünen Gockel zu uns ins Haus holen. Der macht nicht Kikeriki, sondern der hilft uns, dass wir schauen, wie können wir möglichst umweltfreundlich als Gemeinde leben. Heute, an Christi Himmelfahrt, wollen wir uns nicht so sehr der Verantwortung annehmen, von der letztes Jahr die Rede war, sondern heute wollen wir, wie es der Titel sagt, Gottes Geist belebt. Mal schauen, was das mit uns macht und hineinfühlen und hineintauchen in das Lob Gottes als Schöpfer. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bitte euch, dass ihr euch mal ein bisschen zurücklehnt, dass ihr die Lehne im Rücken spürt, wenn die Beine bis zum Boden reichen, dass ihr den Boden unter euren Füßen spürt oder eben, wie sie so schön in der Luft wippen können. Legt die Hände mal ganz locker auf den Oberschenkel und schließt die Augen. Spürt einmal nach, wie ihr jetzt sitzt. Wo berührt euer Körper den Stuhl, die Bank? Fühlt, wie eure Füße hinabhängen oder den festen Grund des Bodens spüren.
Achtet auf euren Atem. Er strömt in euren Körper hinein und fließt wieder hinaus. Ganz von allein. Er ist leise. Und er bewegt euren Bauch ein wenig. Atmet einfach weiter, während wir beten. Guter Gott, du hast uns lebendig gemacht. Du hast uns von deinem Atemhauch abgegeben, damit wir atmen und leben können. Mit jedem Einatmen spüren wir, dass wir leben. Mit jedem Einatmen erfahren wir deine Nähe. Mit jedem Ausatmen spüren wir, dass unser Leben zu Ende gehen kann, dass unser Lebensatem zu deinem zurückkehrt. Gott, mit jedem Atemzug schenkst du uns etwas von deiner Geistkraft. Gute Ideen, schöne Gedanken. Und mit jedem Ausatmen nimmst du etwas von dem in dich auf, was uns bekümmert. Darum beten wir nun zu dir, indem wir einfach atmen. Bei jedem Einatmen denken wir an etwas, das uns froh macht, uns hilft, das schön ist. Und wofür wir danken. Bei jedem Ausatmen denken wir an etwas, das uns traurig macht, hilflos oder wütend, das wir jetzt gern abgeben möchten. Unser Atem ist deine Geistkraft in uns. Sie macht uns lebendig und begleitet uns. Danke. Danke dafür. Amen.
Am Anfang hast du Himmel und Erde gemacht, hast deinen Geist voller Ideen und Lebenskraft durch die Weiten des Nichts schweifen lassen. Du sprachest, es soll hell werden. Und schon wurde es hell wie der Tag, wie die Chancen, die sich mir auftun, wenn ich die Füße hinausschwinge aus meinem Bett in den neuen Tag hinein, mit voller Kraft und neuen Ideen. Und das Dunkel nanntest du Nacht, dort, wo es mich umgarnt, zur Ruhe lockt und mich Träume in neue Welten führen. Ich staune mit dir, Gott, wie gut das ist. Du sagtest, das Wasser soll sich sammeln in den großen Ozeanen und den kleinen Seen. Wie gerne tauche ich ab in das kühle Nass, ziehe meine Bahnen durch das Wasser, spüre meine Muskeln und wie der Atem fließt. Merke, wie die Hitze der Gedanken des Tages in mir abnimmt und ich eins werde mit dem Wasser. Und wenn es regnet, da wäscht es alles ab von mir. Weint der Himmel mit mir meine Tränen, fühle ich mich frei. Und schlägt er gegen die Scheiben meines Fensters, so schließen sich meine Hände dankbar um die Tasse dampfenden Tees. Und ich staune mit dir, Gott, wie gut das ist. Da sprachest du, es soll grün werden auf der Erde. Die Bäume, sie stehen so mächtig und alt da, als hätten sie dich schon von Ewigkeit her gekannt. Ich schaue die Linde in unserem Gemeindegarten. Das Grün ihrer Blätter weht im säuselnden Wind alle meine Gedanken in die Ferne. Kein Termin mehr. Kein Papier, das geschrieben werden muss, keine Aufgabe, die ich zu Hause erledigen muss. Nichts anderes ist mehr in meinem Kopf als das Rauschen ihrer Blätter und deren Spiel im Wind. Und wie klein sprießen da die Kräuter hervor, vor kurzer Zeit gepflanzt, nur um später meinen Gaumen zu erfreuen und die Speisen zu würzen, die du wachsen lässt. Und im Vorbeigehen, da neigen sich Tulpen und Azaleen mir zu und eifern miteinander, wer mir mehr Freude bereitet. Und ich staune mit dir, Gott, wie gut das ist. Die Sterne, den Mond und unsere Sonne hast du gesetzt ans Himmelszelt. Ich liege nachts am Strand und kann mich einfach nicht satt sehen. Die Sterne zaubern Muster an den Himmel. Und gerade hier, auf Kreta, denke ich daran, wie die alten Seefahrer losgezogen sind und die Sterne ihnen den Weg geleitet haben. Der Mond taucht alles in sein mystisches Licht und erzählt Geschichten, die nur der Fantasie entspringen können. Und sie hüllen die Liebenden bei ihren Liebkosungen ein. Ich staune mit dir, Gott, wie gut das ist. Die Tiere des Wassers und der Luft hast du ins Leben gerufen. Auf dem Weg runter zur Isar, einen Flaucher, da toben über mir die Sperlinge und die Spatzen. Der Rabe krächzt sein düsteres Lied. Und ich freue mich über
über das Spiel der Feder, die zu Boden sinkt. Unten an der Isar, wer aufmerksam schaut, der sieht, wie sich die Fische tummeln. Sie suchen ihre Nahrung und du gibst sie ihnen, wie du sie mir und jedem gibst. Sie scheinen nach Luft zu schnappen, die Fische im Teich. Und doch, sie wissen genau, wer da ist für sie und ihnen zu essen gibt. Mein Herz wird leicht und ich staune mit dir, Gott, wie gut das ist. Da sprachst du, auch am Land soll es leben. Und wie es geht. An der Kiefer entlang winden sich mit keckernden Rufen die Eichhörnchen empor und jagen sich im fröhlichen Spiel. Die Katze am Boden lauert, als ob sie jagen wollte. Und doch springt sie nur in wilden, frohen Sprüngen über das Gras. Und mein Blick fällt auf die Menschen, die du in mein Leben gestellt hast. Auf meine Familie und Freunde, mit denen ich beisammen sitzen kann. Wie wunderbar ist es, leben zu dürfen. Einen Menschen zu berühren, seine Haut zu schmecken. Wie wunderbar ist es, Kinder groß werden zu sehen. Die Frucht eurer Liebe. Und auch mich freut es, die Kinder meiner Freunde in meiner Gemeinde aufwachsen zu sehen. Hoffnung für morgen. Und ich sehe und staune mit dir, Gott, wie gut das ist. Was soll da noch kommen? Was kannst du noch alles tun, um mich zu erfreuen? Was liegt an mir, um weiterzukommen? Und du sagst, der siebte Tag gehört mir und dir. Er ist heilig. Zeit zu ruhen und zu staunen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft. Der belebe euren Geist und lasse euch staunen. Schaut genau hin.
Schöpfung und Passion? Was bewegt uns da und wie können wir dafür auch sorgen, dass wir uns so weiter dieser wunderbaren Welt erfreuen können? Davon erzählt uns gleich Nicole Schröder-Morella mit unseren Projekten. Einmal eben phänologischer Garten und das zweite der grüne Gockel mit dem Umweltmanagement. Und dazu erzählt euch in der Reihenfolge die Nicole was. Guten Morgen. Ich freue mich, Ihnen zwei größere Projekte in der Kirchengemeinde vorstellen zu dürfen und versuche mich kurz zu fassen. Als erstes möchte ich Ihnen von dem phänologischen Garten berichten. Zurzeit, vielleicht haben Sie über die Gartenmauer geguckt, entkrauten wir den Garten am Glockenturm wieder und wir haben bereits auf den Stücken, die wir schon urbar gemacht haben, Kartoffeln gesetzt. Im Herbst, wir hoffen so ab September, wird es ein Kartoffelfest geben, zu dem wir Sie jetzt schon herzlich einladen und hoffen, dass Sie mit uns feiern. Das Konzept für den phänologischen Garten steht fest. Wir haben den Wunsch gehabt, etwas von innen, von unserer Kirche, nämlich dieses Fenster, nach außen zu tragen. Dieses Fenster mit dem Kreuz und der Auferstehungssonne dahinter ist die Grundlage für unser Gartenkonzept, was dann so aussehen wird. Es gibt ein Wegekreuz, in dessen Mitte ein Taufstein aufgebaut werden wird. Das Ganze ist von Hecken eingefasst und davor wiederum stehen Bänke. Das Mosaik des Fensters wird durch die blühenden Rabatten nachempfunden werden. Der Kirchenvorstand hat vor 2 Tagen den Startschuss gegeben. Wir werden jetzt die Firmen beauftragen, von denen uns Kostenvoranschläge vorliegen und ab Oktober beginnen die Bauarbeiten. Aus diesem Grund ist auch ein Teil unserer Kollekte heute für den phänologischen Garten bestimmt. Bitte spenden Sie reichlich. Das zweite große Projekt in der Kirchengemeinde ist die Einführung des grünen Gockels. Das Umweltteam hat hart gearbeitet und wir stehen kurz vor der Zertifizierung. Wenn Sie auf unserer Homepage unsere Fortschritte schon verfolgen, unter Sei dabei, Passion in Grün, finden Sie dort das Projekt Grüner Gockel und Sie können verfolgen, wo wir gerade stehen. Zurzeit wird die Umwelterklärung geschrieben und das interne Audit steht bevor. Das Umweltmanagementsystem in Listen ist so gut wie abgeschlossen. Der Prüfungstermin liegt im Juli und wir hoffen sehr, dass wir dann am 18. Juli mit Ihnen unsere Zertifizierung feiern können bei dem großen Gemeindesommerfest. Kommen Sie bitte alle und freuen Sie sich mit uns mit. Herzlichen Dank.